Ja, da sind wir wieder. Guten Abend, sag ich mal. An meiner Seite der große Regalschäfi. Ich bin euer blöder Mr. Venom 1974 und wir haben uns jetzt durch die Xbox-Pressekonferenz durch, ja, gequält. Ist vielleicht ein harte Worte, aber haben 2 Stunden erwartet. Ich glaube, sie waren nach einer Stunde 45 oder so waren sie fertig. Und warum, weshalb, wieso, das machen wir. Soll ich mal einfach einen Spaß machen? Ich habe das ja chronologisch notiert. Wir gehen Punkt für Punkt durch und dann kotzt du dich aus, weil ich denke, bei den letzten Punkten kotzt du dich höchstwahrscheinlich am meisten aus. Weil der Alpha Chief, das können wir schon mal vorwegnehmen, fand den Schluss relativ unspektakulär, um es mal nett zu formulieren. Ja. Also, sollen wir jetzt schon sagen, du hast ja so die Highlights mitgekriegt, auch von EA. Also, wir sind uns, glaube ich, einig, Microsoft war besser als EA. Das ist aber auch nicht schwer. Also, muss man dazu sagen. So, also, nach so einem 25, was weiß ich, gefühlt Intro und Countdown, gab es dann The Outer Worlds. Für uns kam es jetzt ein bisschen vor wie halt auch wieder Fallout, Borderlands, irgendwas, Endzeit, immer gern genommen. Kommt im Oktober 2019 raus, machte einen soliden Eindruck, aber wie schon soliden Eindruck, wissen wir in der Gameswelt, führt jetzt nicht unbedingt zum Kauf. Nö. Ich glaube, da bist du irgendwie auch der Meinung. Also, das war. Ja, ne? Also ist die Frage, ob man damit eine Show starten muss, aber gut, haben sie getan. Ja. Dann kam Bleeding Edge. Das sah dann eben aus, auch wieder Borderlands, Fallout trifft Overwatch. Multiplayer, Shooter, Group Shooter. Ja, halt. Kann man machen. Ja, ich merke, deine Begeisterung ist sensationell. Also bis jetzt haben wir übrigens noch nichts gekauft. Das kann man, glaube ich, schon wegnehmen. Dann kam Ori 2 oder Ori, welcher Teil es auch immer jetzt sein mag. Kommt dann am 11. Februar 2020 raus. Auch 2020 ist so ein Thema, was wir öfter gleich mal hören. Also nicht in diesem Jahr sozusagen. Ja, wie gesagt, ich war mit Teil 1 zufrieden. Ich werde auch mit Teil 2 zufrieden sein. Das sieht grafisch geil aus. Aber wie schon gesagt, das kriegt man dann für kleines Geld. Das ist kein Vollpreistitel. Der wird so bei 15 bis 20 € sein. Ja, dafür sieht er gut aus. Dafür kann er was. Du hast den ersten, glaube ich, noch niemals ausprobiert, ne? Nee, nicht wirklich. Irgendwann kriegst du den wahrscheinlich auch nachgeschmissen für umsonst. Dann können wir das machen. Jetzt kommt aber der Knaller. Ich meine, es gibt ja noch andere Sachen, wo das immer so ein bisschen den Touch hatte, als wäre es eine Parodie und der 1. April. Jetzt kamen wir zu Minecraft Dungeons. Oh, mein Lieblingsspiel. Also, müsst euch vorstellen, so ein Dungeon Crawler, wie man ihn halt kennt, wie in Anführungszeichen die Steam Library ihn 199 Mal hat. Ja, das jetzt im Minecraft-Design. Das war's. Klingt so ein bisschen enttäuscht, ne? Finde ich super. Also, ihr wisst ja, ich bin einer der größten Minecraft-Fans seit Unge. Kommt übrigens auch erst Frühjahr 2020 raus. Also, wir können uns dann noch auf die Ekstase vorbereiten. Ja, ist halt ein Dungeon Crawler. Ist halt, wie schon gesagt, vielleicht noch, ist glaube ich ein Team-Dungeon Crawler. Ganz putzig. Aber wenn man jetzt die Wahl hat zwischen Diablo und Minecraft Dungeon, dann nimmt man natürlich Minecraft Dungeon. Richtig. Ich glaube, nein. Ja, also. Dann haben sie ein bisschen was erzählt zu Project xCloud, wo sie gesagt haben, das kommt dann später nochmal, du kannst jetzt mit deinem Server dann auch selber ein Cloud-Server sein. Was genau mit Spezifikationen und sonstiges, auch das ist ein Thema bei dieser Pressekonferenz. Haben sie sich ein wenig zurückgehalten. Irgendwie, es wird jetzt schon getestet und ich glaube im Oktober, das haben sie später dann erzählt, glaube im Oktober geht es dann komplett los. Ja, dann wissen wir mehr, vielleicht wissen wir bis bei der Gamescom auch vielleicht ein paar Daten.
Aber im Augenblick, also das ist auch so ein Thema, das haben sie gerne gemacht. Auch wenn wir zum Schluss kommen, so wirklich Daten macht man nicht. Haben sich irgendwie von Sony abgeguckt, so kommt mir das vor. Aber, naja gut, aber wie gesagt, Nintendo macht ja wieder alles wett. Nintendo wird ja alles erzählen. Gut, ihr lacht auch. Ja, dann kommt Star Wars Jedi Fallen Order. Ja. Der Trailer hier war besser als bei EA selbst. Und wir wissen jetzt auch zeitlich, wo es genau spielt. Genau, also so knapp vor Rogue One, ne? Richtig, genau. Ja, also sie haben bei EA haben sie erzählt, es spielt nach dem dritten Film. Was haben die, Entschuldigung? Bei EA haben sie erzählt, es spielt nach dem dritten Film. Das ist richtig. Mehr wussten sie scheinbar nicht oder der Presseheini von EA wusste das nicht. Aber das wusste man schon. Okay. Ja, gut, die lesen ja selber nur ihre Pressemitteilungen. Electronic Arts ist eine gute Firma. Ja, kommt am 15.11.2019 raus. Wie schon gesagt, der Trailer sah besser aus. Safe gekauft. Du sagst safe gekauft. Ich sag, ich warte, es ist ein EA-Game. Weil mir fehlen ja irgendwie noch die Microtransactions und die Lootboxen und die gut, Special Editions gut. Und... Das stimmt, da müsste man schon... Aber ich meine, eine Special Edition gibt's ja schon eine höhere... Aber abwarten. Ja. Müssen wir mal gucken. Also es gibt, glaube ich, eine Gold-Edition oder irgendwie sowas. Also ja, das ist, da kannst du wieder 4 Tage vorher und irgend so ein Scheiß, was keiner braucht. Wenn ihr mich fragt, Finger davon. Wenn da nicht irgendwas ist, wo ihr total geil drauf seid, wie Figuren, was weiß ich, Soundtracks und sonstiges, ist das alles Bullshit. Der ganze DLC und Waffen-Pre-Order-Kram ist so eine Rotze. Aber gut, wie schon, da sind wir wieder bei der Diskussion. Der Fortnite-Spieler unter 3, der findet das geil. Richtig. Ich find's albern. So, dann kam etwas, wo du spekuliert hast, hey, das sieht ja aus wie Blavich. Es war Blavich. Ich habe ja einen Witz gemacht, Blairwitchen die bei uns? Ja, die Blairwitchen uns. Und dann kam Blairwitch. Ja, es ist also ein Game, was so ein bisschen aussieht wie Silent Hill, Alone in the Dark. Die üblichen Kandidaten. Und es ist tatsächlich ein Game zum Blairwitch. Es sah gut aus, der Trailer. Das war mal eine positive Überraschung. Aber sonst irgendwie keinerlei Infos. Also, halt, ne? Herzlich willkommen bei der Clipshow. Dann kam das erste, wo wirklich die Halle stand. Cyberpunk war dran. Aber das war nicht die große Leistung, weil in Cyberpunk wurde ein Charakter vorgestellt. Und der sah sehr Keanu Reeves / John Wick ähnlich. Und Keanu Reeves kam dann auf die Bühne. Und dann ging die Halle. Ich glaube, wenn man so die Präsentation sieht, wirklich das erste und einzige Mal richtig steil. Und er war auch ein bisschen, wenn man so will, ein bisschen total überrascht von dem Jubel, glaube ich. Er war, glaube ich, irgendwie nicht so darauf vorbereitet. Ich will dem ja nichts Böses, aber ich habe echt gedacht, der hat irgendwie vorher sich noch, was weiß ich, betrunken oder sowas, aller John Wick-Style, keine Ahnung. Aber der war richtig gut drauf dann in dem Moment, als er das ein bisschen hinter sich ergehen ließ, die Fans. Egal, ihr wisst ja meine Begeisterung von Cyberpunk 2077. Für mich ist das gekauft, das ist von den Witcher-Machern. Es sieht geil aus. Es ist Cyberpunk at its best. Das ist kein Thema, kommt raus am 16.04.2020. Das kann man sich, glaube ich, zulegen. Jetzt kam so eine Abteilung von Indie-Titeln und die waren eigentlich alle, muss man sagen, relativ cool. Also da kam einmal Spiritfarer, das ist so. Das sah so ein bisschen aus wie Cartoon-Grafik, eine Mischung aus Aufbausimulation, Abenteuer, auch so ein bisschen Pokémon-neske Upgrade von irgendwelchen Figuren. Sah gut aus, wie schon gesagt, mehr auch wieder nicht, kommt raus. Dann Battletoads, was so ein bisschen aussah wie das Remake vom legendären, nur eben jetzt auf Hochglanz. Kann man, glaube ich, auch nichts falsch machen. Ist schön, dass sie doch wissen, dass sie Rare noch gekauft haben. Dann kam Legend of Ride. Auch das sah auch nicht verkehrt aus. Auch wieder so eine ganz merkwürdige Zeichenstil. Irgendwie in irgendeinem Puzzle. Irgendwas, auch wieder ein Game, das man überhaupt nicht bewerten kann, was das überhaupt ist.
Und dann kam noch so eine andere Abteilung, alles Mögliche zu dem Indie-Bereich und sonstiges, eine riesengroße Clipshow zu den Indie-Games. Da haben sie aber sozusagen eigentlich alles so rausgenommen, was, ich sag, ganz gut aussah. Also das muss man ganz ehrlich sagen, das ist ganz los. Und jetzt, gleich geht's langsam los, wo wir auf die zweite Seite gehen. Ich sag's schon mal vorweg. Ja, dann kam jetzt die Werbung halt für den neuen XCOM, jetzt ist ja schon XCOM, guten Morgen, Xbox Pass, so rum. Genau. Und jetzt eben, wie schon gesagt, auch für den PC, den Game Pass. Den Ultimate Pass, um genau zu nennen, ist eine Sache, wo du, also ich bin jetzt aktuell gerade drin im Xbox okay. Ultimate Pass. Das upgradet deine restlichen Goldmonate zu Ultimate ohne Zusatzkosten. Okay. Also du kriegst wohl automatisch durch diesen Pass wohl auch den Goldpass. müsste man sich mal vielleicht mal ausrechnen, aber... Was kostet der Spaß? Monatlich kostet der 13 Euro. Okay, weil das ist nämlich irgendwie, weil du hattest ja irgendwie gehört, dass sie irgendwas von 15 gesagt haben. Aber ja, 13 also, Euro ist ja jetzt nicht so Unmengen. Genau, 15 US-Dollar wäre das jetzt im Prinzip. Also das beinhaltet Xbox Live Gold. Das heißt, ihr müsst euch keinen zusätzlichen mehr kaufen. Ihr bekommt den Xbox Pass Console Games Plan. Also das heißt, also über 100 Konsolenspiele zur Verfügung. Da muss man immer vorsichtig sein bei den... Das heißt nicht, ihr kriegt jetzt Tomb Raider dauerhaft für die nächsten 50 Jahre, sondern es hängt immer wohl anscheinend bei den Lizenzen ab. War früher bei dem Pass Normalpass. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist. Das wird sich nicht geändert haben. So. Du kriegst das, ist, das Prinzip ist das genauso wie Nintendo das auch macht. Du kriegst das so lange, bis es angeboten wird. Prinzip ist das wie Netflix oder Sky. Ihr habt das so lange, wie die das im Paket haben. Bumm. So. Xbox Pass PC Games Plan, also ist aktuell jetzt die Beta raus. Das heißt, genau. Ihr bekommt über 100 PC-Spiele bis August zum Testen, weil man kann das jetzt crossover-mäßig machen, sage ich mal jetzt. Also wenn ihr einen Pass habt, könnt ihr sowohl PC-Spiele, also auf dem PC die Spiele spielen, als auch auf der Xbox. Also, ne, es ist übertragbar. So, und dann zusätzlich natürlich gibt es natürlich Spiele Gears 5 Ultimate Edition und der erste Monat kostet nur 1 Euro auf jeden Fall. Ne? Genau. Also jetzt hier irgendwie so ein E3-Sonderangebot. Ich weiß nicht, ob sie es dann richtig ewig behalten. Aber wie gesagt, zum Beispiel beim Game Pass für PC, die Beta, die werde ich mir definitiv spätestens morgen angucken. Dafür brauchst du auf jeden Fall Windows 10, ja. Das muss man explizit drauf sagen, und die App muss auf dem neuesten Stand sein. Wohlgemerkt, die Xbox-App hat vor 2-3 Tagen auf jeden Fall ein Update bekommen. Jetzt weiß ich auch warum. Richtig. Ja, gut, wie schon gesagt, ist eine gute Sache. Crossplay und all sowas, das ist ja sowieso der Weg, den man gehen sollte. So, jetzt kam das, was du gesagt hast, der Wettersimulator, wo wir alle drauf gewartet haben. Ja. World Exclusive. Neues zum Microsoft Flight Simulator. Mhm. Ja, es gibt sicherlich eine Fangemeinde da draußen, die das toll findet. Die mag es geben. Es gibt auch Angelspiele, die Leute toll finden. Mhm. Es gibt auch Leute, die, was weiß ich, Strip Mau Mau zelebrieren. Und Strip Uno. Ich nehme es vorweg, wir gehören alle nicht zu dieser Gruppe. Also für mich war das so irgendwie, wo ich dachte, ja, komm, jetzt zeigen sie irgendwas Tolles, jetzt hast du irgendwas, und dann siehst du, boah, der ja, das ist so, als würde jetzt, weil ich Nintendo auf den Kacke hauen, du wartest Mario, Zelda und kriegst dann den Landwirtschaftssimulator 2020. Mhm. Das kann man machen, das ist aber vielleicht nicht so. Ja, dann kam das, ich grüße meine Haretto Game Lord. Das Remastered von Age of Empires 2 sieht geil aus, mit allem Schnick und Schnack. Ist cool. Das Einzige, wo man sich fragte, eigentlich dachte ich, nachdem, wenn sie jetzt die Remastered sagen, zeigen sie jetzt das nächste Age of Empires. Nein, das tun sie nicht. Das sparen wir uns dann wahrscheinlich für die nächste E3 oder so. Also, naja, so ein bisschen was, wo man dachte, okay, wir wissen, dass das Remastered kommt. Ja, ich werde es mir holen. Mhm. Und wo ist der neue Teil? Ach, den haben wir heute vergessen. Dafür war dann überraschenderweise, wo du noch sagtest, das kennst du noch nicht mal, Wasteland 3 ein Thema. Richtig.
Muss man vielleicht auch erzählen für die Leute, die das sehen. Wasteland war ein ganz uraltes RPG. Also ist auch, wenn man so will, man muss sich vorstellen, das ist so Fallout in alt. Also in richtig alt. Mhm. Auch so vom Setting. Und irgendwann durch einen Kickstarter, auch wieder was, gab es dann Fallout 2 vor, schlag mich, 5 Jahren oder so, keine Ahnung. Und Wasteland 3 sieht jetzt tatsächlich so aus, als wäre es jetzt so wie Fallout 3 auch in der 3D-Perspektive. Also sprich auch so, ne? Den Weg gegangen. Nimmt sich auch nicht so wahnsinnig ernst im Trailer. Könnte was werden. Aber wie schon gesagt, mehr Infos nicht, außer Ed kommt. Gut. Ne? Sollen sie machen. Dann kam die tolle Information, Microsoft war mal wieder auf Einkaufstour. Man hat sich Double Fine gekauft, also der gute alte Tim Schäfer, der Erfinder ja auch von Day of the Tentacle und Grim Fandango und Psychonauts und Brutal Legend und was noch alles, ist jetzt Part der Xbox Family. Ich weiß nicht, ob er da so glücklich ist, das können wir mal diskutieren. Es gab dann also einen Trailer zu Psychonauts 2. Mhm. Ich bin mal gespannt, was mich das noch betrifft als Kickstarter. Ob das jetzt noch gekickt, ob ich da jetzt noch irgendeinen Vorteil habe oder Phil Spencer sagt, doof für dich, weiß ich nicht. Gucken, wie sie da noch irgendwas erzählen, aber jetzt kann man also davon ausgehen, ich weiß nicht, wie das mit den Rechten ist, aber im Prinzip gehört jetzt irgendwas von alten LucasArts-Zeiten jetzt auch Microsoft. Ich weiß nicht, wie die sich da mit Disney irgendwie committen, mit Schäfer und Co., aber Schäfer kann dann so wahrscheinlich die alten, Anführungszeichen, LucasArts und Lucasfilm-Sachen wahrscheinlich nicht mehr remastern. Egal, vielleicht wird er aber auch genauso wie Rare irgendwo im Keller vergessen. Man weiß es nicht. Dann kam etwas, wo wir das erste Mal uns gefragt haben, okay, es wurde ein Trailer zu Star Wars gezeigt. Du hattest die Hoffnung, dass ein anderes Star Wars Game kommt. Ja, dann war es aber Lego Star Wars, die Skywalker Edition oder was auch immer, behält dann alle 9 Filme, weil es gibt ja nur 9 Star Wars Filme, Zwinker, und kommt 2020 raus. Ja. Ich muss dazu sagen, ich hoffe, dass die alle synchronisiert sind, weil das hat Star Wars Episode, also Lego Star Wars Episode 7 echt gut gemacht. Also die Synchron sind, glaube ich, originalgetreu aus den Filmen genommen. Ja, typisch Lego-Humor dann. Mhm. Ich hoffe, das würde ich dann auch bei allen Teilen machen. Ne? Also ich denke schon, also Lego ist ja nicht so, also Lego und Disney sind, glaube ich, mittlerweile die einzigen im Games-Bereich, die wissen, wie man synchronisiert. Alle anderen haben da gar keinen Bock mehr drauf. Ich weiß nicht warum, aber das muss man nicht verstehen. Ihr kauft den Scheiß ja da draußen, ihr Vögels. Also, apropos ihr Vögels. Project Z, Dragon Ball Kakarot Edition, hast du nicht gesehen, willst du gar nicht haben, kommt 2020, wobei wir uns jetzt gefragt haben, ist das jetzt ein Zusatz, ist das jetzt was Eigenständiges, ist das auf jeden Fall gab es dann einen schönen, also es fing wieder an mit, ne, hier, wie gesagt, herzlich willkommen, wir sind wieder auf der Erde gelandet, genau. Die bösen Saiyajin, ich muss dazu sagen, ich glaube in der letzten in der letzten E3 oder irgendwann kam mal ein Trailer dazu raus. Da hieß es ja noch Project Z oder irgendwie sowas. Ja, ja. Und da wurde schon halt schon geteasert, dass du dich frei bewegen kannst, dass auch der Animationskampfstil frei bewegbar ist. Ich weiß nicht, Leute, die vor 20 Jahren mit dem PC umgegangen sind, kennen vielleicht die Dragon Ball Z Quake Edition, da konntest du dich frei bewegen und alles. Das war so eine Mod. Ja, für Quake höchstwahrscheinlich, ne? Genau, basiert auf Quake, aber halt, dass du halt dann aber fliegen kannst und sonstiges. Ne? Ja, ja. So ist das jetzt nicht. Und so ähnlich spielt sich das. Grafik sieht top aus, wirklich, kann man machen. Also der Kampf kann man sagen, gegen Freezer, der sah richtig gut aus. Also. Ja, und auch gegen den Affen. Also das heißt, ihr seid wirklich dann so klein, der Osaru ist dann halt so groß. Mhm. Und das Beste ist, oder was Schönes, es hat Rollenspielelemente. Das heißt, ihr müsst wirklich, ihr geht nicht von Level zu Level und basht dann einfach mal die Saiyajins nieder oder die Cybermänner, sprich die Pflanzenmänner, sondern ihr müsst auch vorher wahrscheinlich was dafür tun. Leveln. Oder Lootboxen. Oder Lootboxen, richtig. Was bei Dragon Ball eine geile Idee ist, ne? Du holst dir dann die Bälle und kannst dann dafür Lootboxen generieren.
Richtig. Hallo Shenlong, Lootbox bitte. Over 9000. Ja, nur wenn du viel Geld in die Hand nimmst. Mhm. Ja, dann kam 12 Minutes. Wirklich, es scheint so ein Adventure zu sein. Ich meine, die 12 Minuten ist wahrscheinlich auch ein Hinweis. Man sieht, man hat so eine Sicht von oben auf den Raum und dann sieht man, dass da irgendwie ein paar Cutscenes nebenbei laufen. Sprich, irgendwie quatscht er mit seiner Alten, dass sie schwanger ist. Gleichzeitig siehst du aber, dass da einer kommt. Dann siehst du, dass er irgendeinen umbringt und hast du nie gesehen. Wir haben schon formuliert, das ist wahrscheinlich ein Game, was wieder 240 verschiedene Enden hat und wo man halt in 12 Minuten irgendwas machen kann. Also typisches Indie-Game, was du wahrscheinlich auch für kleines Geld kriegst. Ohne ein paar Mal zockst und ohne wahrscheinlich die 25 Guides im Internet alle Enden gar nicht findest. So, dann kam, wo du sagtest hier, die Tiere, die den Wald verließen oder was? Dann kam jetzt Way to the Woods, wo man, ja, wie sagtest du schon, Bambi, wo man ein Elch mit irgendeinem Sohnkind, RCS, was auch immer, irgendwie in der Menschenwelt rumrennt. Man sieht aber, dass da keine Menschen sind. Gibt aber auch sowas wie Elektroschranken und hast ihn gesehen, aber mit seinem mächtigen Geweih, das scheinbar über magische Kräfte verfügt oder über Pokémon-Kräfte, man weiß es nicht. Damit kann man dann irgendwie Rätsel lösen. Das sieht gut aus, aber nö, warten wir es auch mal wieder ab. Ja, apropos abwarten. Gears of War 5, oder wie es jetzt nur noch heißt, Gears of War 5, mit einem ganz eigenwilligen Trailer, wo wir alle geschrien haben, wie wär's denn mal mit Gameplay? Dann haben wir Gameplay gesehen zu einem Escape-Mode, der uns nicht so wirklich umgehauen hat. Gut, jetzt sind wir auch Kandidaten, die vielleicht solche Games zocken wegen der Story und nicht wegen 25.000 richtig. Multiplayer-Optionen und hast du nicht gesehen. Raus kommt das Ding am 10.09. und da war dein Lieblings-Pre-Order-Bonus. Wenn du dir das vorbestellst, und ihr alle werdet das natürlich tun, könnt ihr auch als Terminator spielen. Die Dark Fate Edition. Ich will mal dazu sagen, gerade ist der Xbox Live-Server abgekackt. Okay. Gut, gutes Stichwort übrigens zu Xbox Live. Du hast ja gerade den Controller in der Hand. Was sagst du denn zu einem Elite-Controller Version 2? Der wird jetzt auch announced, natürlich ohne Preis, ist klar, aber der wird auch vorgestellt. Genau, das war sowieso schon ein Gerücht, schon lange, dass das kommen muss. Und hast du nicht gesehen? Ich muss dazu sagen, ich nutze ja privat den Elite Controller und und man kann ihn bei diesem Amazon-Link auch bestellen. Und richtig. aber Spaß beiseite, auf jeden Fall finde ich gut, dass du dann noch mehr machen kannst, sage ich jetzt mal. Meine doofe Frage, weißt du das? Warum Sony und Nintendo sowas nicht machen? Mal gut, Nintendo hat ja so ein Bastelset für seine Controller ja da, aber warum Sony sowas nicht macht? Gute Frage. Ist das zu viel Aufwand? Ist das ich weiß es nicht, warum es gibt da so ein bisschen. Was mir zum Beispiel auffiel, ich komme deswegen darauf, weil das wirst du bei der Gamescom dann wieder sehen. Du hast viel mehr customizable Xbox-Controller, also standardmäßig in allen möglichen Farben, auch in allen möglichen Designs, das hast du von dem PlayStation-Controller nicht mehr. Und das hatten die zu PS2 und PS3-Zeiten ohne Ende. Aber bei PS4, nö. Also, ihr könnt uns da gerne korrigieren, aber wie schon gesagt, da ist nicht viel, was es da gibt. Ja. Ne? Hier, mal Sony-Bashing, auch wenn sie nicht teilnehmen, können wir trotzdem. Obwohl, auch hier nochmal extra für euch, Sony wird uns dieses Jahr nicht bei der E3 enttäuschen, aber auch nicht überraschen. Den Gag musst du mal bringen, ne? Vor allem das Geilste ist, da sind ja wieder Leute auf YouTube, die den nicht verstehen. Da kommt dann einer, wir sind doch gar nicht da. Ja. Wirklich? Genau. Ich erkläre denen den Witz auch. Ich bin Kumpel. Apropos erklären. Jetzt kommt Dying Light 2. Wir outen uns beide. Wir haben Dying Light 1 mal gesehen, nie gezockt. Ist das auch nicht auf dem Index in Deutschland? Gut, was nicht, aber Gears of War 2 zum Beispiel nicht mehr. Ernsthaft nicht? Aber nein, bitte der erste noch. Hör mal, du ruinierst gerade meine Sammlung.
Nein, du kannst Gears 1, 2 ganz normal kaufen. Will ich nicht, will ich nicht. Sorg da bitte zu, dass es auf dem Index bleibt, weil das freut dann auch Reseller Rolf. Nein, ich also. Hab doch die neueste Version von Gears of War 1, also die Sick Remake der Version, habe ich. Ja, wieder. Naja, auf jeden Fall, wieder Dying Light 2 ist sicherlich für die Leute, die Teil 1 finden, ganz interessant und sonst Frühling 2020, aber ist okay, hau nicht. Und so jetzt, da gingen jetzt unsere Meinungen ein wenig auseinander. Jetzt ging es an mit Forza Horizon 4. Mhm. Ja, und dann dachte ich mir so, ich habe mir schon so gedacht, so irgendwie haben wir das Game ja eigentlich schon zu Hause hier rumliegen. Es wurde dann also nur ein DLC gepusht. Und zwar die Lego Speed Champions Edition. Das heißt, ihr spielt dann ein Forza-Level oder was auch immer im Lego-Design. Mit einem Lego-Ferrari und noch alles. Richtig. Und toll. Unsere Meinungen daher auseinander. Ich meine, du bist ja der Forza-Fan unter uns. Du hast ja alles. Ja. Ich fand's nur von der Idee halt nur witzig. Ich fand's witzig, ich liebe es ja, wenn du eine Map zerstören kannst in dem Punkt. Und das kannst du ja in dieser Lego-Welt. Du kannst, fährst drüber und kannst Sachen kaputt machen. Das jetzt aber vielleicht als Pflichtkauf für mich, als Einstieg in Forza, wäre das jetzt nicht. Nö, danke. Ja. So, das ist, ich fand den Trailer lustig, der ist lustig gemacht. Ich, wie gesagt, ich. Also, sie haben sogar den Theme aus dem Lego-Movie genommen dafür, das muss man dazu sagen. Genau. Du kannst auch vieles kaputt machen. Also du kannst viel Scheiße bauen, auf gut Deutsch. Ja, für mich der mal so, weißt du, wenn ich zum Lars fahre und er hätte das Game, würde ich sagen, komm, setz mal uns hin, mach mal ein bisschen Späßkiss, ist okay, aber für mehr reicht's. Und ich würde jetzt nicht hier tagelang hinsetzen und Spaß in den Backen beim Lego-Fahren haben. nee, da muss ich da ehrlich sagen, da macht mir Lego Marvel Heroes mehr Spaß als jetzt das. Aber gut, das muss jeder selber machen. Gut, was willst du machen? So, das Highlight ging dann weiter. Mhm. Dann kommen wir zu einem Game, das wollten wir immer schon mal auf einer E3-Pressekonferenz haben. Ein Gears of irgendwas für iOS und Android mit den Pop-Funko-Figuren da im Gears-Design. Ein Mobile-Game. Mhm. Ja, ich gehe davon aus, damit kann sicherlich Microsoft ein bisschen Geld verdienen. Das ist schön für euch. Ist mir völlig egal, so ein Game. Also, das sind immer die Effekte, wo dann Leute in den Kommentaren, ja, Mann, es geht da auch für die Leute, die das interessiert. Die sollen dann, was weiß ich, bei der Apple Keynote gucken oder was auch immer, aber nie da. Richtig. Ja, dann ging es vor allen Dingen, jetzt kommt wieder ein Game, das war für dich besonders spannend, State of Decay 2 mit dem Heartland DLC. Oh Leute, das ist das rausgeschmissenste Geld ever, meines Lebens, ne? Hier spricht jemand, der ein State of Decay Trauma hat, also. Ja, ach, also. Scheiße, dass ich Kacke nicht zurückgeben kann. Ich will nicht sagen, apropos Kacke, das wäre jetzt schlecht, aber der Trailer hat mich nie so wirklich umgehauen. Phil Spencer hat dann gesagt, dass jetzt tatsächlich ein Game auf eine Xbox-Konsole oder eine Konsole allgemein kommt, außerhalb Japans. Wir kriegen Phantasy Star Online 2 von Sega. Mhm. Nächstes Jahr für die Xbox. Ja, wie schon gesagt, ich konnte mit Phantasy Star noch nie was anfangen, selbst zu Mega Drive-Zeiten. Also ich bin ja eine völlig falsche Gruppe. Ja, und wahrscheinlich gibt es auch nicht so viele, die sagen, boah, geil, Phantasy Star Online, das kenne ich noch von der Dreamcast oder was auch immer. Keine Ahnung. Also, naja. Egal, wird schon mit Sicherheit eine Zielgruppe sein, wird aber wahrscheinlich nicht die westliche Zielgruppe sein. Vielleicht ist ja tatsächlich irgendwie noch Xbox der Meinung, dass man damit vielleicht nochmal irgendwo in Asien Fuß fasst oder so, keine Ahnung. Dann kam auch so ein Game, von dem ich nie gehört habe, du auch nicht, was aber ein Riesenknaller ist, laut Phil Spencer. Crossfire X. Das war dieses Shooter-Game. Kommt 2020. Ja. Sollen sie machen? Erinnere ich mich gerade? Das war doch nicht der Shooter, oder? Ja, genau. Ja. Ja, ne? Toll. Weiter. wir nähern uns schon dem Ende. Das ist, ihr merkt schon, das. Kennt einen noch irgendeiner von euch? Es gab's doch mal, ich glaube Spec Ops The Line. Das war doch das, wo so in Arabien, ne, mit dem Sonnen. Ja, mit den richtigen Headshots und was gar nicht so schlecht war, ja.
Ja, aber an sich war das Game ja scheiße, ne? Also nicht so erfolgreich. Es war nicht erfolgreich, aber eigentlich war es gar nicht so Käse. Nee, ja, richtig. Gut. Das würde ich sagen, das ist. Der Trailer hat nichts gesagt, aber es hat mich jetzt nicht umgehauen. Also, wenn du so willst, wenn du den Trailer anguckst, das ist. Was soll ich sagen? Das ist halt, das sieht halt so aus, als wäre es ein schlechtes Ghost Recon oder so. Also. Ja, mag sein, dass ihr da draußen harte Fans seid. Ihr könnt uns gerne belehren. Schreibt die Kommentare voll. Sagt, was sind wir hier für Idioten? Was sind wir hier für Xbox-Fanboys? Und was wir für kleine Pimmel haben? Was auch immer. Aber das ist kein Game, was ich mir kaufen würde. Ist sowieso, also die Kaufliste für Weihnachten ist nicht so groß übrigens. Also die wird auch nicht größer scheinbar. Soll ich mal was sagen? Ich habe nicht einmal deinen Amazon-Link benutzen müssen. Vielleicht gut, ihr Cyberpunk. Ja, also Cyberpunk, aber wie gesagt, das ist ja dann 2020. Also das ist ja, also wie gesagt, ich werde mir für Sicherheit natürlich ein Gears of War 5 holen, da kenne ich mich für, aber sonst, ja. Ja, jetzt kommt wieder was von Namco Bandai, und zwar Tales of Arise, was von den Landschaften gar nicht so verkehrt aussieht, also so ein typisches JRPG, würde ich sagen. Das Einzige, was mir überhaupt nicht gefallen hat, ist das Design der Figuren. Ich weiß, jetzt gibt es so, ich sag mal so, Grüße an Galbatrons oder was weiß ich, die seien jetzt, boah, super passend und sonstiges. Das sieht so aus, wirklich wie PlayStation 3-Ära, wie was weiß ich, Wii U-Ära. Das kommt 2020 raus, Freunde. Das Game muss sich in Anführungszeichen mit, was weiß ich, Doom Eternal messen oder so. Also, was hast du davon, wenn die Landschaft gut oder die Figuren sehen aus, als würden sie da nicht reinpassen? Weiß ich nicht. Also, Freunde, es sieht auch wieder so ein JRPG aus, wovon es in Japan gefühlt am Tag 125 am Tag gibt. Also, ja, dann überraschenderweise Borderlands 3. Ja, logisch. Kommt am 13.09. raus. Ich denke, jeder Borderlands-Fan hat das mit Sicherheit bestellt und wird es auch bestellen. Und das, glaube ich, da braucht man noch nicht mal einen Trailer machen. Es ist Borderlands. Ganz einfach. Ja, dann kam was, wo ich jetzt gelernt habe, ist auch von Mr. Game of Thrones, George R. R. Martin. Elden Ring. Wir haben einen Trailer gesehen, der nicht spektakulär war. Wahrscheinlich eine Fantasy-Geschichte, die spektakulärer ist als der Trailer. Aber ja, es hat mich jetzt nicht so umgehauen. Und ich kann es schon mal vorwegnehmen, ich habe nur noch zwei Punkte auf meiner Liste, dann sind wir durch. Also, nur damit ihr wisst, meine letzten Punkte, den kennst du ja bestens. Kommen wir zu dem, was da war. Also neben dem Cloud-Service und dem Streaming-Service hat man auch, also Streaming-Service, ihr könnt jetzt auch mit eurer eigenen Xbox, weiß nicht, einen Streaming-Server aufbauen und sowas. Das ist alles, hört sich alles ganz putzig an. So Oktober geht es dann auch alles los. Dann gab es was Neues zu Project Scarlet, das überraschenderweise die neue Konsole sind, wo sie noch nicht gesagt haben, ob es jetzt ein Laufwerk hat oder nicht. Also ist immer so, das, was sie gar nicht gesagt haben, heißt immer so, genau. Wir wissen es nicht. Es kommt witzigerweise Holiday 2020 raus, also vermutlich auch wieder November 20, vollkommen klar. Soll viermal so stark sein wie die Xbox One X und bietet sogar, jetzt kommen die ganz harten 4K, 8K-Fans, bietet dann sogar 120 Frames per Second. Und ganz geil, und da kommt der PC-Nutzer in mir hoch, das Ding hat eine SSD-Platte. Und das ist richtig gut, ja. Es kommt mit 120 Frames. Ja. Wohl, wahrscheinlich. Ja. Bitte, bitte, ich weiß, es werden wieder viele schreiben, nicht bei dir, aber ich sehe das immer in den Kommentaren. Geil, dann wird das ja richtig geil auf meinem Fernseher werden. Und dann fragst du, wie alt ist dein Fernseher? So 6 Jahre. Ja, dann viel Spaß. Dann wirst du die auf jeden Fall nicht an deiner Glotze haben. Nein, also du kannst ich kann die 120 FPS, die kannst du ja auch hochrechnen, die geht auf meiner Röhre. Also mit dem Röhrenfernseher geht das noch? Ja? Also lasst euch da nichts erzählen. Noch über Antenne eingespeist natürlich. Jeder weiß das doch, dass bei manchen Games das halt mit der Performance das auch eine Rolle spielt und also jetzt, wir können ja einen Spaß machen, wir haben ja noch eine Minute, bevor wir dann zum Highlight kommen oder zum Lowlight, wie du dann möchtest. Ihr wisst ja selber, wenn wir so über EA, über die wir ja gerne herziehen, wenn wir 120 Frames per Second haben
und die trotzdem ein Need for Speed rausbringen, gut, jetzt bringen sie erstmal keins raus, aber was weiß ich, sie würden 2020 ein neues Need for Speed rausbringen und das trotzdem Frame locken die dann auf 30 FPS, bringt dir eine Konsole mit 120 FPS auch nichts. Kannst du auch doof gucken. Also, wie schon gesagt, es müssen dann auch Games sein, die 120 FPS bringen und ich glaube, da haben wir im Augenblick null. Also nicht so viel. Nee, das stimmt. Und jetzt kommt ja der einzige Grund, sich eine neue Konsole zu holen. Komm, das ist dein Metier. By the way, ich spiele gerade ein Spiel, was natürlich auf der E3 25 Mal erwähnt wurde, das Metal Gear. Metal Gear Survive, hoffe ich. Das Beste vom Besten. Es wurde übrigens ganz toll, bis jetzt wurde noch kein Metal Gear Survive 2 angekündigt auf der E3 übrigens. Nee, aber ich habe dafür die Erweiterung für Borderlands 2 runtergeladen, die dann halt noch wurde, ne? Ja, genau. Nee, Spaß beiseite. Also, ich darf erzählen, da freue ich mich jetzt. Es ist so passiert, wie ich es dachte. Halo Infinite wurde jetzt in einem Trailer gezeigt. Aber es ging komplett durch die Erwartungen, wie die meisten halt eigentlich hatten. Also letztes Jahr haben die auch einen kleinen Trailer zu Halo Infinite gezeigt, war nix. Im Laufe des Jahres haben die gesagt, wir zeigen nichts von der Slipspace Engine, weil die neue Engine würden die jetzigen Spiele alt aussehen lassen. Jetzt haben die den Trailer neu gezeigt, einen neuen Trailer zu Halo Infinite. Und der war, ja, ich glaube, ich zum ersten Mal sage ich, das war jetzt nicht so. Du hast alles gesehen, was du sehen wolltest, ne? Vor allem Gameplay. Der Trailer verriet, wer Halo 5 Guardians kennt am Ende, kann gerne mal Let's Play angucken. Die Menschheit geht's beschissen. Ja, die ist fast am Ende. Cortana ist böse. Fertig. Kurz und knapp. Und jetzt ist dieser Typ ein Marine im All und sieht den Master Chief, warum auch immer. Und das, was unlogisch denn noch dabei ist, er trägt seine alte Rüstung aus Halo 2 bzw. 3. Was mit der Halo Rüstung 4 ist, weiß der Geier. Und dann kommt noch dazu, er trägt eine Zahl auf seiner Rüstung. Darf ich mich beliebt machen? Ja, mach. Die muss da Bungie für Destiny abgeben. Wahrscheinlich. Und der trägt seine 117-Zahl, seine Erkennungszahl auf der Brust, der auch nicht getan hat. Jetzt kommt's, wir sehen Halo Ring 1 kaputt, wir sehen Cortana, hören Cortanas Stimme im Kontrollraum von Halo 1. Also man könnte jetzt sagen, man geht anscheinend back to the roots. Ja, ich denke mal, der sechste Teil schließt auch bei Halo 1 an dem Ring ab und wir haben wieder kein Gameplay. Wir haben wieder nix. Ich meine, ich war mir sicher, dass die mussten dieses Jahr ein bisschen was reinhauen. Nix. Die haben aber auch nichts zur Master Chief Collection erzählt. Nix. Kein großes Blabla dahinter. Es war Halo-technisch mau. Aber die haben gesagt, in Twitter haben sie vor ein halbes Jahr gesagt, es wird definitiv Xbox One rauskommen. Ja. Wobei man das auch auf Englisch lesen kann. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Xbox One rauskommt. Jetzt sagen sie, Halo Infinite kommt mit der neuen Xbox nächstes Jahr Weihnachtsgeschäft. So wie vor 19 Jahren raus. 20 Jahren? Nee, 19 Jahren, ne? Hm. Auf jeden Fall. Weil 2001 kam es ja raus. Als Bundle wird es wahrscheinlich rauskommen. Also würde für mich Sinn machen, weil damals Xbox 1 auch nur im Bundle mit Halo verkauft. Also du hattest automatisch Halo mit drin und Project Gotham Racing. Gut, Project Gotham Racing war damals okay, aber ich habe es damals auch gekauft wegen Halo. Ich oute mich. Ja, also es gab mehrere Versionen. Ich hatte Project Gotham Racing und Jet Set Radio Future und dann gab es irgendwie noch Lego Batman. Und ein Halo Bundle gab's. Ich hatte halt kein Halo Bundle, ich habe Halo erst später kennengelernt, aber definitiv, sag ich mal. Das heißt, du bist kein Halo-Spieler der ersten Stunde, ne? Nee, ich hatte auch ein bisschen später die Xbox, mein Hase. Du hast auch keine. Auf jeden Fall ist sicher, ich werde mir nächstes Jahr die Xbox klar holen, die Scarlet-Version oder wie auch immer die heißen wird. Und Halo ist definitiv ein Pflichtkauf. So, was ich mich jetzt nur frage, die haben ja sonst immer in großen Bundle, große Editionen rausgebracht, Halo. Kannst du dich auch erinnern? Mhm. Wie machen die das jetzt hier, dieses Mal? Digital? Nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht auch sowas. Also ich bin ganz ehrlich, ich würde mir eher die Bundle-Version holen, als wenn ich mir jetzt noch irgendwas mit Helm, weiß der Geier was kaufe. Also kauf mir nicht die separate Xbox für
500 € sage ich jetzt mal, und nochmal für 120 € gerade. Also sie haben, also im Chat waren, muss man sagen, also wir waren ja genau beim Microsoft-Chat, das muss man dazu sagen, da waren schon ein paar wieder übliche Trollbirnen und die haben so spekuliert, so, ja, wird das ja wahrscheinlich ein Kurs dann von 700 €. Also ich sag mal, wenn die weiter, also ich finde schon 600 € finde ich schon viel. Also ich sage mal, also ich glaube nicht, dass sie auf 400 gehen, aber 400 bis 600 wird so die Spannbreite sein. Das hängt auch ein bisschen davon ab, da muss man jetzt auch mal ganz, ne, können wir auch mal Hochdeutsch reden, weil wir können davon ausgehen, bei der nächsten E3 wird auch sicherlich die PS5 präsentiert. Also definitiv. Da können wir davon ausgehen. Wir witzeln ja schon, ob es dann auch die Wii U 3 gibt und die Wii U oder so. Weil irgendwie eine Switch 2 kriegt ja irgendwie Nintendo nicht hin. Auch das zum Beispiel ist ja sowas, die haben ja 17 Mal selber angekündigt, dass sie da irgendwie ein anderes Modell bauen und jetzt fällt ihnen das nicht mehr ein. Vielleicht fällt es ihnen jetzt bei ihrer nächsten E3-Konferenz da ein oder beziehungsweise ihrer Treehouse. Am Dienstag. Genau. Ne? Dann fällt es ihnen ein, gibt es jetzt in der Limited Animal Crossing Edition oder so. Ja, also wie gesagt, ich gehe mal stark davon aus, dass nächstes Jahr die E3 halt sehr stark aus sich an die Konsolen geht. Das heißt, wir werden wahrscheinlich definitiv viel über die Xbox hören, die neue. Wahrscheinlich werden sie mit der Xbox One X auch so eine Project Scorpio Edition, also wie wir die beide haben. Wobei ich sagen muss, vielleicht, du hast es ja nicht erwähnt, die neue Xbox, die Scarlett, die ist soll wohl viermal, also technisch viel mal stärker sein als die X, und die X ist ja schon technisch schon. Also sehr die, gut. die Xbox One X, genau. Genau. Und ich bin jetzt gerade in meiner WhatsApp-Gruppe, die sagen alle, wir müssen einfach sparen für die Xbox, wir wissen auch nicht, wie teuer das wird, aber wir tun es einfach. Wieso, das ist jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch. Jetzt mal ernsthaft, da muss man sagen, in der Gruppe, von der du da sprichst, oder die Gruppe, die kaufen sich das doch eh. Da ist doch gar keine Diskussion. Also, das muss man ja sagen, also auch das zum Beispiel, auch wenn ich immer so eine Frage kriege oder du so eine Frage kriegst, wir sind da die falsche Generation. Ich hole mir, auch in Anführungszeichen, was weiß ich, ein 3DS Extra Gold. Also, wie gesagt, falsche Zielgruppe. Das heißt aber nicht, dass ihr das machen müsst. Genau, genau. Also ich bin so ein, also wie gesagt, für mich habe ich entschieden, ich hole mir definitiv, wenn es so kommt wie vor 19 Jahren ungefähr, diesen Bundle, Halo, die neue Xbox mit Halo Game drinne. Wenn die jetzt wirklich eine Xbox bringen mit, ja komm, wir verkaufen jetzt die Xbox mit den Project Scarlett Namen, werde ich mir jetzt nicht separat holen, wenn Halo nicht drin ist, bin ich auch ganz ehrlich. Ich kann mir vorstellen, Halo wird digital drauf sein, das kann ich mir gut vorstellen, digital als Game schon mit drin. Bin mal gespannt, werde ich mir in Zukunft ausrechnen. Also beides wird definitiv in meinem Hause kommen und dann bin ich mal gespannt. Ja, mehr zu Halo will ich dann auf meinem Kanal bringen, weil der aktuelle Halo-Content auf Halo 5, für Halo 5 zum Beispiel sieht mau aus, aber es ist ein Thema bei mir. Das heißt, du bist damit, um da journalistisch nachzusagen, du bist damit nicht so zufrieden. Ich bin zufrieden, aber man gibt das so ein bisschen auf, sage ich jetzt ja, mal. Ja gut, aber also, das kannst du ja davon ausgehen. Also 343 Industries ist eine Firma aktuell, die nur ein Kind geschaukelt kriegt, nicht zwei. Und am Anfang, als Master Chief Collection rauskam, haben sie sich dann nicht viel drum gekümmert. Dann kam Halo 5 raus, haben sie sich viel drum gekümmert. Und jetzt ist es umgekehrt der Fall. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin immer noch offen. Ich weiß nicht, wie Halo Infinite aussehen soll. Man weiß gar nichts, ob es jetzt Open World hat, wie damals Halo 1 gedacht worden ist, zu Apple-Zeiten. Ob es Battle Royale haben wird, man weiß gar nichts. Das ist übrigens auch geil, ne? Also kaum ist jetzt hier irgendwie E3-Abteilung, tauchen die ersten Sachen auf, wie hätte ein Open World Halo sein müssen. Das ist dann überall im Netz aufgepoppt. Ich meine, das ist natürlich auch geniale Werbung, ne? Aber ja. Das zum Beispiel, wenn sie das sowas im Bundle machen würden, nach dem Motto, du kriegst in Anführungszeichen ein Halo 0 noch on top, das ist natürlich für dann so ein Sammlerbirnenkopf für mich sehr interessant. GameStar hat heute zum Beispiel ein Video, also gestern in dem Fall am 9., hat ein Video herausgebracht, wie Bungie finanziell selber Schwierigkeiten hatte und Microsoft später gekauft worden ist und
noch zu Apple-Zeiten Halo entwickelt haben, wie das früher aussehen sollte. Da war ja das schon mit Open World, mit Team und sonstiges. Als dann wurde ja so eine Apple-Konferenz mal 99 gezeigt. Im Jahre 2000 kam dann die E3, da haben sie das dann in Microsoft-Fittichen gezeigt, wie Halo 1 aussehen soll. Da war es auch so mit Open World und bla bla bla, aber das hat die alte Kiste nicht gebacken gekriegt. Und dann hat man das dann so umstrukturiert, wie du Halo halt kennst, ne? Was auch kein Fehler war. Ne? Klar, wenn ich Halo 1 immer noch zocke, ist es immer noch geil, kein Thema, aber bei Infinite, ich bin immer noch gehypt wie sonst was, bin immer noch scharf aufs Game wie Nachbar Snoopy, aber ich muss mich gedulden bis nächstes Jahr Weihnachten. Oder Weihnachtsgeschäft. Genau. Ja gut, bis dahin hast du ja noch Zeit, dann kannst du ja dieses Jahr jetzt erstmal seelenruhig Pokémon Schild durchspielen. Ja, stimmt. Ich kann Pokémon Schild in Ruhe durchspielen. Stimmt, genau. Cyberpunk kommt ja auch nächstes Jahr, daher ich hab Luft nach oben. Ja, also bis jetzt ist noch alles recht mager, liebe Freunde da draußen. Also wie gesagt, außer Gears of War 5, das kommt dieses Jahr raus. War das jetzt nicht so bis jetzt bei der E3? Die letzte E3 hat mich eher heißer auf Gears of War gemacht als das jetzt, ne? Definitiv, das war eher abschreckend. Also, ja. Wenn ich nicht wüsste, es ist Gears of War, würde ich sagen, oh Gott. Also, du weißt ja selber, dass ich ein großer Fan von Gears bin, aber bei 5 warte ich ab. Also, es mutiert ein bisschen, wo du sagtest, es mutiert ein bisschen in Richtung 4, ja, das ist wohl wahr. Das ist nie so gut der Weg. Nee, würde ich jetzt auch nicht so sagen. Weil zum Beispiel, auch die haben sich hauptsächlich auf Multiplayer-Modi fokussiert, was dann schon für mich bedeutet, boah, Story nicht so wirklich Bock gehabt, ne? Das wäre übrigens auch mal schön, Gears of War ohne Story-Kampagne. Wäre auch mal eine Idee. Wird super ankommen. Aber wo ist denn jetzt eigentlich jetzt, wo jetzt durch? Wo ist, landet denn jetzt Activision mit seinem Call of Duty bei welcher Pressekonferenz? Gar nicht? Frage. Keine Ahnung. Auf der Switch? Gute Frage. Ich bin ein bisschen schockiert. Naja, gut. Dann wollen wir es auch bewenden lassen. Jetzt haben wir 12:30 Ortszeit. Wie ich sehe, ist kein Schwein von euch online. Was ja logisch ist, ich kenne euch ja. Richtig. Aber wie gesagt, dann haben wir das und jetzt kommt, warte mal, das können wir als Rauschmeißer eben noch machen. Ist die Reihenfolge von der nächsten Pressekonferenz, ist gleich Bethesda dran, glaube ich, um 2 Uhr, was ich mir nicht an live antue. Nö. Überraschenderweise, wir sind nicht ganz so doof. So, einmal Termine hätte ich gern. So, die Pressekonferenzen. Also. Okay, also 2:30 ist Bethesda, das kommt auf Twitch. Und um 4 Uhr kommt Devolver. Und Devolver, das kennst du ja, das ist ja die Partei als Anführungszeichen Wahlalternative. Die machen ja wieder irgendeinen Verarsch-Content. Ja. Was man sich angucken kann und was ganz interessant ist. Oh, wir haben. Oh! Wir haben ein richtig volles Programm noch. Gibt ja sogar was Neues, sehe ich gerade. Also. Wie gesagt, dann sind die durch. 19 Uhr ist dann morgen, oder beziehungsweise heute Abend, die PC Gaming Show. Die würde ich euch nicht empfehlen, sich live anzugucken, sei denn ihr seid irre. 21 Uhr kommt dann Limited Run Games. Ich wusste noch gar nicht, dass die Pressekonferenzen machen, aber das tun sie wohl. Dann um 10 Uhr heute ist dann, also abends, ist die Ubisoft Pressekonferenz. Und am Dienstag, 0 Uhr, ganz toll, das scheint jetzt auch neu zu sein, die AMD, der AMD-Livestream. Okay. Keine Ahnung, läuft da jetzt auf einmal Call of Duty auf? Keine Ahnung. 3 Uhr nachts ist dann Square Enix. Mhm. Und 18 Uhr am Dienstag ist dann eben dementsprechend die Nintendo Direct. Und dann sind wir durch.
Dann müssen wir warten bis August, weil da können wir ja auch Gears zocken. Gut, da können wir es dann ja persönlich zocken. Also das ist das Schöne, irgendwie der Horde-Mode oder so, der ist dann, der kommt zur Gamescom. Das heißt, den können wir tatsächlich, wir beide, tatsächlich da noch live ausprobieren. Richtig. Falls wir es wollen, mal gucken. Richtig. Ja, das war die PK von Xbox. Fazit, es war gut, definitiv. Die haben wirklich viele Games gezeigt. Auch das mit Ultimate Pass, also da ich Pass nicht nutze, weil ich nicht so viel zocke, komme ich halt nicht so durch mein Real Life, ist halt so, bringt mir das nicht viel. Aber für viele Nutzer auf jeden Fall. Tolle Nachricht über die Xbox, klar, technisch, wo die ein bisschen was davon erzählt haben. Ja, nur bei Halo, ich fand's gut, aber ich fand's auch ein bisschen, ich war halt nur enttäuscht, dass sie nicht mehr gezeigt haben. Da war ich halt ein bisschen nur enttäuscht, aber sonst, jo. Ja, also die bewahren sich vielleicht noch was für die Gamescom, vielleicht noch mal, wer weiß. Ja, also das scheint mir so ein bisschen danach, also wie gesagt, das war nicht schlecht, das muss man auch ganz ehrlich sagen, aber es war jetzt auch nicht so, wo man jetzt sagt, boah, war angefixt ohne Ende. Also sie hatten am Anfang, ich sag ja so, am Anfang so, ich würde sagen so in der ersten Stunde, so zweite Hälfte, erste Stunde, da kam ja ein Knaller nach dem nächsten, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Und dann so in der zweiten Stunde, dann war das, was sie zeigen mussten, hatte das Gefühl, hatten sie nicht so Bock. Oder waren nicht so wirklich darauf fokussiert, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht fokussiert, ja. Deswegen auch Xbox braucht Konkurrenz. Google, wo bist du? Nur nicht in dieser E3. Dann sind wir mal gespannt. Nächstes Jahr E3 wird auf jeden Fall heiß, weil da wird Sony, wenn Sony vorbeikommen sollte, werden die auf jeden Fall mit der neuen PS5, die ja auch leistungsstark sein soll, mit 8 Kernen und was weiß ich, was da mal Gerüchte sind, wird definitiv auch was können. Abwarten und Tee trinken, würde ich sagen, in dem Fall. Machen wir. So, ich danke dir, besuch den Alpha. Und danke. Ich danke euch. Wir haben es überlebt. Way. Wir gehen jetzt in die Haia, das kann ich schon vorwegnehmen. Richtig, richtig. Aber es muss man sagen, es war jetzt nicht so langweilig wie schon andere Pressekonferenzen, wo ich mit dem Hart am Schlaf kämpfen musste. Also. Da gab es schlimmere E3s, wo ich fast eingepennt ist. Ja, leider. Und wir waren dabei. Richtig. Ja gut, dann gucken wir mal. Und wir werden auf jeden Fall nochmal irgendwas zu der E3 zum Abschluss auf jeden Fall noch machen. Genau. Und dann haut rein. Morgen Abend kommt irgendwas von der E3 auch wieder und macht keinen Blödsinn. Alles klar. So, bis dann. Ciao. Ciao.